Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Samuel Jackson von Android TV und der Gigaset Event hier in Berlin Westhafen ist vorüber und wir schauen uns die Geräte einfach mal hinten in dem Separé an. Ihr hört es schon an der Lautstärke. Ich bin nicht der Einzige. Weltweite Presse ist vorstellig und wenn ihr es vielleicht schon mitbekommen habt aus dem Beitrag, den Stefan geschrieben hat, es ist nicht nur ein Gerät geworden. Es nennt sich auch nicht Sloan L oder sonst irgendetwas, sondern die Geräte, es ist eine kleine Serie, die Gigaset Mi Serie, wobei das Gigaset Mi das Mittelklasse-Gerät ist, sage ich mal, aus den drei Geräten. Dann haben wir ein Gigaset Pure, was das preiswerteste und mit der einfachsten Ausstattung ist, und das Gigaset Mi Pro, was ich hier in der Hand halte. Das andere Gerät könnt ihr in einem weiteren Video euch nochmal anschauen, das Gigaset Mi. Wir schauen uns jetzt hier in diesem Video mal das Gigaset Mi Pro an. Wir haben hier auf der Vorderseite ein 5,5 Zoll großes Display, was ich auch mal anmache, damit ihr das entsprechend mal begutachten könnt. Vielleicht noch ein Ticken heller das Display. 5,5 Zoll groß mit einer Full HD Auflösung, was in dem Fall bedeutet 1920 x 1080 Pixel und 403 ppi. Wir haben hier oben, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen, eine 8 Megapixel Frontkamera und daneben den üblichen Sensor. Bei dem weißen Modell konnte man das ein bisschen besser sehen. Ich habe auch leider kein weißes Modell hier. Ich habe hier noch ein anderes schwarzes Modell. Schade, ich hätte es euch gerne mal gezeigt. Unten, dazu mache ich das Gerät mal wieder an. Seht ihr schon, haben wir hier also entsprechend keine kapazitiven Tasten hier unten, sondern wir haben eben entsprechende Soft-Buttons, wie wir sie von Android entsprechend gewohnt sind. Schauen wir uns mal das Gerät von der Unterseite an, denn das ist nochmal sehr interessant, denn das Gigaset Mi Pro verfügt bereits schon über einen USB-Port C. Ob der jetzt nun tatsächlich auch die schnelle Verbindung hat, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber zumindest ist hier schon mal das Problem gelöst, dass wie rum stecke ich den Micro-USB-Stecker rein. Das Problem gibt es bei Typ C nicht mehr. Hier ist egal, oben oder unten, der Stecker passt immer rein. Insofern ist das schon mal sehr positiv. Ihr merkt auch schon mal vom Material her, das ist also ein Metallrahmen und wir haben hier auf der Vorder- und Rückseite eine Glas, Corning Gorilla Glass 3 meines Wissens nach. Und leider nein, keine Stereo-Lautsprecher, sondern nur Mono-Lautsprecher, und zwar höchstwahrscheinlich auf der linken Seite. Und hier hinter ist dann die entsprechende Öffnung für ein Mikrofon, für die Gespräche und ähnliches. Gehen wir mal auf die linke Seite. Da sehen wir also schon eine Lautstärke-Wippe. Ich werde die mal gerade eben drücken, denn ich habe das Gerät gerade selber zum ersten Mal in der Hand. Druckpunkt ist gut, schön stramm verarbeitet und ich vermute mal, dass auch die Lautstärke-Wippe ebenfalls aus Metall sein wird, kann es aber nicht verbindlich sagen. Auf der Oberseite haben wir einmal die 3,5 mm Audio-Klinkenbuchse. Dann haben wir hier, ich hoffe ihr könnt es sehen, eine Mikrofonöffnung, die aller Wahrscheinlichkeit entsprechend für Geräuschunterdrückung bei Telefonaten ist. Und daneben haben wir einen IR-Blaster, womit man also wunderbar auch den TV zu Hause oder die HiFi-Anlage oder ähnliche Infrarotgeräte steuern kann. Eine Software dafür ist auch schon vorgesehen, habe ich schon gesehen, schauen wir aber vielleicht gleich nochmal genauer nach. Auf der rechten Seite haben wir einmal den Power-Button hier. Und danach einen SIM-Tray. Da müsst ihr mir jetzt einfach mal Glauben schenken. Der verbirgt nämlich zwei Nano-SIM-Karten, die man hier gleichzeitig reintun kann. Oder wahlweise eine Nano-SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte, mit der man die 32 GB Speicher nämlich erweitern kann. Gut, sind wir einmal drumherum um die Außenseiten. Schauen wir uns also noch die Rückseite entsprechend an. Da verfügt das Gerät hier über eine 20 Megapixel Backkamera und hier ein Dual-LED-Blitzlicht. Und ja, was ist das hier daneben? Ja, richtig, zwei Dinge, nämlich einmal ein Pulssensor und ein Herzfrequenzsensor, beziehungsweise Puls und Herzfrequenz ist dasselbe, also müssen wir uns noch was Zweites ausdenken, nehmen wir einfach einen UV-Sensor, genau das ist es nämlich. Also man kann hier die UV-Stärke entsprechend messen, um dann zu sehen, ja, kann ich mich noch eine Stunde in die Sonne legen oder ist es eher ungünstig für meinen Hauttyp. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier thront das Giga-Logo und sehr dominant hier auch zu sehen ein Fingerprint-Sensor, denn das hat das Gerät
auch. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Finger hier insgesamt eingelesen werden können. Das sollte vielleicht der Stefan in dem Beitrag niedergeschrieben haben. Ansonsten würde es ein ausführlicher Testbericht bei uns in der Redaktion nochmal als Lösung aufbringen. Aber ansonsten 360 Grad, klar, wenn es ein Sensor ist und kein Scanner, sollte das auch entsprechend funktionieren. Ja, sind wir also auch auf der Rückseite rum. Hier in dem Falle weißer Lack bzw. Glasscheibe drüber, Corning Gorilla Glass, und das Gerät gibt es also auch nochmal in Weiß. Schauen wir uns nochmal die Software an sich an. Wir haben hier meines Wissens nach ein Android 5.1 drauf, aber ich schaue lieber nochmal nach. Nicht, dass ich euch hier irgendwie was Falsches erzähle. Android 5.1.1 Lollipop, also tatsächlich das Neueste, was es so im Augenblick noch gibt, bis in ein paar Wochen, wenn denn 6.0 Marshmallow am Start ist. Aber bis dahin ist das noch das Neueste. Schauen wir mal gerade hier, steht auch nochmal Gigaset Mi Pro, also auch bei der Typenbezeichnung habe ich euch keinen Müll erzählt. Ganz interessant, dürfte vielleicht auch nochmal die Speichersache sein, ob tatsächlich hier 32 GB Speicher verbaut sind. Ja, und auch das ist der Fall. Wir sehen also jetzt hier mit, ich denke mal, ein paar vorinstallierten Apps sind noch 23,43 GB frei. RAM in dem Falle will ich auch noch nachreichen. 3 GB hat das Gerät. Und wenn wir schon bei den technischen Facts sind, wir haben hier eine Snapdragon 810 Octa-Core CPU. Die ist ja ein bisschen in die Schlagzeilen geraten, dadurch, dass sie heiß wird oder dass sie gerne heiß werden möchte. Und da gab es dann von Qualcomm nochmal ein entsprechendes Update. Das hat OnePlus nochmal sehr schön werbeträchtig publiziert, dass also die neue CPU oder die überarbeitete Version nicht mehr so heiß werden soll. Ob da nun die CPU runtergedrosselt ist oder wie genau das nun zustande kommt, lassen wir mal im Raum stehen. Aber auch das können wir jetzt in dem Fall hier nicht testen, da ich jetzt hier auf die Schnelle keine Antutu machen kann, um das mal zu testen, ob der hier einfach mal ganz geschmeidig runterfährt. So, was dürfte uns denn noch interessieren? Die Apps, wir sehen also schon hier, wir haben hier keinen App-Drawer auf dem Gerät, sondern alle Apps sind tatsächlich auf dem Display vertreten. Wir schauen nochmal, ob uns hier irgendwas Gesondertes auffällt. Klar, das Google-Paket ist erstmal vorinstalliert. Dann, ja, komm mal bitte wieder zurück. Gallery auch noch Google-mäßig, Kontakte, Kontakt-Push, das wird wahrscheinlich eine Übertragungs-App sein. Smart Remote, das ist hier, was ich vorhin schon gesagt habe, für den Infrarotsensor, dass man also den entsprechend auch installieren bzw. die HiFi-Geräte zu Hause ansteuern kann. Health ist ein entsprechendes Fitness-Tool, womit man also, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, Schritte messen kann, die Herzfrequenz, und da seht ihr auch nochmal bestätigt die UV-Daten entsprechend analysieren kann, die, wie gesagt, über diese beiden Sensoren hier auf der Rückseite gefertigt werden. Gut, haben wir sonst noch was Auffälliges hier? Security Center, okay, Office scheint vorinstalliert zu sein, Kindle, Amazon App ist vorinstalliert, Evernote vorinstalliert, ein Power Manager gibt es hier noch. Ja, Akku vielleicht nicht ganz uninteressant, 4000 mAh starker Akku, das ist natürlich schon eine Ansage, da dürfte das Gerät wohl eine Weile halten. Was interessiert euch noch? 8 Megapixel Front, 20 Back, habe ich euch erzählt. Vielleicht die Dicke noch oder Dünne vielmehr bei dem Gerät sind 7,7 mm, wie die anderen beiden Geräte im Übrigen auch. Und 76 mm Breitenhöhe sagt man uns nicht, die müssen wir wohl raten. Aber auch das sollte eventuell in dem ausführlichen Beitrag von Stefan schon bei uns auf dem Blog nachzulesen sein. Ja, in diesem Sinne habe ich eigentlich die wichtigsten Facts erstmal gesagt. Was interessiert euch noch? Klar, Preis und wann es die Geräte zu kaufen gibt. Es wurde uns gesagt, im Herbst diesen Jahres soll es sie zu kaufen geben. Und das, ich sag mal, das Flagship-Modell hier, das Gigaset Mi Pro, wird 549 € kosten. Und damit ihr es einfach mal gehört habt, das mittlere Gerät, das Gigaset Mi, wird 469 € kosten. Und das Pure, also die abgespeckte Version, wird 349 € kosten. Dann habt ihr die Preise auch mal gehört. Und in diesem Sinne bin ich auch erstmal für mein erstes schnelles Hands-on hier auf dem Gigaset-Event im Berliner Westhafen fertig. Und schaut mal bei uns auf dem Blog vorbei, und weitere Videos von der IWA werden in Kürze folgen. In diesem Sinne, euer Matt Jackson von Android TV. Bis dahin. Tschüss.
Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben. Zum, 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 zum